Assistenzarzt Frederik Seehauser wendet sich der 29-jährigen Katja zu, die hofft, ihre Mutter in der Notaufnahme anzutreffen. Der 51-jährigen ging es bereits am Telefon beängstigend schlecht. Doch anscheinend hat Mama Britta es nicht mehr in die Klinik geschafft. Schaust du einmal bitte bei der Leitstelle nach, ob wir da eine Meldung haben. Vielleicht ist sie in ein anderes Krankenhaus gefahren. Ich rufe sie sofort an. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Mama, wo bist du? Hörst du mich? Ich musste anhalten. Ich stehe am Bonusverteiler. Ich musste mich auch. Was ist denn? Übergeben. Nee, meiner Mutter geht's nicht. Können wir was einmal geben? Hallo, schönen guten Tag. Ihnen geht's nicht gut? Hat Ihre Mutter irgendwelche kardiologischen Probleme schon mal gehabt? Mama, sie hat nur den Blutdruck. Mama, jetzt ist sie wieder, das Handy ist gefallen. Hallo? Ist sie denn noch dran? Mama? Ja, die Rettungskräfte müssen ja jetzt gleich da sein. Notarzt hast du mit nachgemeldet. Hat sie den Herzinfarkt? Ganz ruhig, wir warten jetzt erstmal ab. Kümmerst du dich kurz rum, ich sag den Kollegen Bescheid. Sollte sich ein Myokardverdacht durch den Kollegen bestätigen, dann bitte direkt durchfahren zu uns in den Schockraum. Ich melde die Patientin schon mal an im Herzkatheterlabor vorsorglich, damit wir da sicher gehen können. Ja? Was den Zusammenbruch bzw. das Verlieren dieses Mobiltelefones am Ende ergeben hat, darüber können wir nur rätseln. Aber die Symptome im Vorfeld, die sie schilderte, die haben den Entschluss zugelassen, dass hier wahrscheinlich vielleicht sogar ein Herzinfarkt im Raum steht. Und sollte dies sein, hoffen wir nur, dass möglichst schnell das Rettungsteam dort dann vor Ort ist. Denn bei einem Herzinfarkt, da zählt wirklich jede Sekunde. Da die 51-jährige Britta vor Schwäche ihr Handy fallen ließ, schickt Frederik Seehauser sofort einen Rettungswagen. Der Patientin geht es inzwischen so schlecht, dass sie kaum noch ein Wort herausbringt. War denn heute irgendwas ungewöhnlich heute am Tag? Haben Sie irgendwas anderes gemacht? Können Sie uns da irgendwas geben, ein bisschen helfen da? Ich habe bei Volker. Volker? Wer ist denn Volker? Volker ist ein alter Freund von meinem verstorbenen Papa. Und also wir sind da auch ab und zu mal zum Grillen eingeladen. Okay. Wir sollen jetzt erstmal keine Zeit mehr verlieren. Ich drehe meinen Sauerstoff hier runter. Wir brauchen jetzt kein Mobil. Wir fahren jetzt direkt ins Labor durch. Der Zustand der Patientin konnte zwar für den Transport vom notärztlichen Kollegen stabilisiert werden, dennoch schwebte sie hier noch in einem relativ kritischen Zustand, denn wir wussten immer noch nicht, was der Patientin widerfahren ist. Den ersten Verdacht eines Herzinfarktes konnten wir ausschließen, mussten diesen aber noch weiter im Hinterkopf behalten, denn er war noch möglich. Trotzdem waren die Symptome wie starke Arrhythmien und die Tachykardie, also ein sehr beschleunigter Herzschlag, immer noch sehr besorgniserregend. Nee, ja, Sie können da nicht mitgehen. Sie bleiben bitte hier. Sie können bei mir bleiben. Genau, bei Tina, Johanna, könntest du einmal helfen? So, Frau Hofer, es geht einmal ins Herzkatheterlabor. Die Tochter erzählte mir ja dann, dass vor 3 Jahren erst der Vater verstorben ist bei einem Autounfall. Jetzt liegt die Mutter noch bei uns hier im Krankenhaus. Also ich kann das absolut verstehen, dass man sich da tierische Sorgen macht und natürlich auch Angst hat, was jetzt mit der Mutter hier passiert. Verstehe ich das alles überhaupt gar nicht. Normalerweise macht sie sich auch nicht so schick. Sie ist eigentlich sportlich eher und... Okay. Auch das Volker, warum sie sich da so schick macht, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja nur ein Freund von uns. Ja, das Rätsel kann ich jetzt leider auch nicht lösen. Aber wie wäre es denn mal, wenn Sie den Volker anrufen? Haben Sie die Telefonnummer von ihm? Dann können Sie vielleicht mal versuchen, den zu erreichen. Weil ich meine, es ist ja auch vielleicht ganz, ganz gut, wenn man alle Quellen hier anzapft, dass wir vielleicht das Rätsel lösen können. Die 29-jährige Katja kann den Freund ihres verstorbenen Vaters allerdings nicht erreichen. Dass ihre verwitwete Mutter ein kleines Geheimnis hüten könnte, kommt der jungen Frau derzeit noch gar nicht in den Sinn. Eine Stunde später ist Mama Britta zum Glück wieder stabil. Es ist kein Herzinfarkt. Der Troponintest, der war jetzt immer, also die Eiweißausschüttung, die war immer relativ gering. Wir haben zwar diese Arrhythmien, die wir jetzt ja auch mit dem Antiarrhythmikum mehr behandeln. Und sie wurden ja initial ja behandelt mit dieser Aktivkohle und im Vorfeld hat man ihren Magen gespült, was ja eigentlich ziemlich unorthodox ist, aber wir gehen ja von einer Vergiftung aus. Dennoch hatten wir immer noch keinen Anhaltspunkt, woher diese hätte kommen können. Mama, wo warst du denn? Was hast du denn gemacht heute? Ich war erst bei Volker und wir sind dann im Restaurant in diesem Gasthof. Heißt das zum Goldenen Vlies? Sind wir essen gewesen. Aber das ist doch so ein Nobelrestaurant. Was machst du denn in so einem Nobelrestaurant? Du bist doch eher so einfach. Da habe ich mich auch schon geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben da nur so kleine Portionen.
Die Patientin äußerte ein ganz, ganz wichtiges Detail, dass sie nämlich essen war in einem sehr noblen Lokal. Und das war eher das Einzige, was heute ungewöhnlich war. Und erst danach traten die Symptome auf. Hier stellten sich aber zwei Fragen. Zum einen, was gab es zum Essen? Und zum anderen, wie geht es ihrer Begleitung? Guck mal in meiner Handtasche, da ist ein Zettel drin. Also ganz kurz noch mal, aber Sie waren da auch nicht alleine. Sie hatten ja gerade gesagt, dass Sie dort mit einem Volker waren. Das direkt mal. Okay. Gut, da haben wir zwei Sachen da. Wir haben hier einmal ein Rinderfilet, also wir haben hier einmal ein Rindertatar. Und was ich halt hier sehe, sind Venusmuscheln mit Olivenöl. Auch wenn wir die Patienten immer schon symptombezogen behandeln, ist ein Anruf in der Giftnotrufzentrale unerlässlich. Denn diese können anhand der Symptome und einer Kurzanamnese häufig wichtige Informationen bieten, die vielleicht auch für etwaige Angehörige oder andere Personen überlebenswichtig sind. Hol mir mal bitte das Handy, ich muss den Volker anrufen. Ja, das okay, cool. Also, Sie haben beide das gleiche Menü gegessen? Ja. Okay. Okay, Mama. Danke. Jetzt mal. Volker hat mir eine SMS geschrieben, er ist in einem anderen Krankenhaus in Köln. Er hat auch mit Magen und allem zu tun gehabt. Also die gleichen Sachen, wie ich sie habe. Oh Gott, das ist also die furchtbar. Symptome könnten durchaus zu so einer Muschelvergiftung aufgrund der Venusmuscheln passen. Ah. Generell ist gegen einen Muschelverzehr nichts einzuwenden. Muscheln sind ein normales Naturprodukt, unterliegen auch strengen Regularien bzw. Untersuchungen. Und wenn sie mit einer gewissen Temperatur auch erhitzt worden sind, dann besteht da überhaupt keine Gefahr. Sollten dennoch nach einem Verzehr Übelkeit auftreten bzw. dramatischere Symptome wie zum Beispiel Herz, dann sollte ich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, der mich dann nochmal überprüft. Also es ist nämlich so, bei so Muschelvergiftungen, damit ist nicht zu spaßen, denn diese Muscheln, die ernähren sich ja von so Algen, beziehungsweise sie filtern so gewisse Stoffe raus und innerhalb dieser Stoffe kann es auch, wenn die nicht gekocht werden, also beim Kochvorgang werden die zerstört, aber wenn die vielleicht nicht ganz zu Ende gekocht sind, dann kann es zu einer Muschelvergiftung kommen. Und anscheinend war das aber ihre Rettung, dass die Portion nicht so groß war beziehungsweise nicht so viel Giftstoff aufgenommen worden ist. Denn im Endeffekt kann das sogar tödlich enden. Also die Kollegen waren pfiffig, die sind auch auf den Trichter gekommen. Okay. Dem Patienten dort geht es soweit gut. Er hat ähnliche Symptome, aber nicht so stark ausgeprägt. Also da ist momentan auch alles erstmal in grünen Tüchern, ja. Gut, danke schön. Okay. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich meine, ich weiß doch, wer Volker ist. Warum sagst du mir denn nicht, dass du da warst? Und warum hast du dich denn auch so ausgeputzt? Ja, Volker und ich, wir sind uns irgendwie halt in den letzten Wochen ein bisschen näher gekommen. Und wir hatten heute quasi so unser erstes Date gehabt. Und ich wusste nicht so ganz, wie du reagierst. Ich hatte ein bisschen Angst, gerade so nach Papas Tod. Und, Mama, das kannst du mir aber doch sagen. Also ich bin doch die Letzte, die sich nicht freut für dich. Ja, aber wenn das jetzt Volker ist, dann ist das Volker. Also für mich hast du immer noch Priorität, mein Kind. Alleroberste, ganz bestimmt. Aber ich freue mich für euch doch, wenn das passt. Das freut mich zu hören. Und das wird Volker ganz bestimmt auch freuen. Britta und der Freund ihres verstorbenen Mannes haben sich von der Muschelvergiftung erholt und durften das Krankenhaus nach 4 Tagen verlassen. Die zwei sind nach wie vor ein Paar. Tochter Katja ist glücklich, dass ihre Mutter wieder aufblüht. Das Nobelrestaurant wird vom Gesundheitsamt nun engmaschig kontrolliert.